Core Gamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys und willkommen zu Witcher 3, Blood and Wine. Mein Name ist Rockstar. Ich bin Saul. Und wir sehen Geralt immer noch im Wasser. Er hat sich erleichtert. Das ist echt schwierig heute mit dir. Ja, ich weiß. Du bist mir immer wieder dazwischen. Du auch. Wieso? Weil Tag, Fackel, unnötig. Geschwimm in deiner eigenen Gülle. Das Let's Play ist an dieser Stelle beendet. Ja. Der Kanal ist an dieser Stelle beendet. So, Plötze, die aus dem Nichts rauskommt. Ja. Auf und davon. Niemals. Ach, da sind deine Trolle. Nein, scheiße. Du musst genau dahin. Nice, guck mal, ich krieg so platt, aber erstmal meditieren. Dann, was ist noch gut gegen diese scheiß Dinger? Etwas, was wir nicht haben. Ausgezeichnet. Wie üblich. Wir haben nichts. Wir sind... Ah, das könnte vielleicht hilfreich sein. Nimm das Dämonenrost mit, es soll dir Glück bringen. Erstmal Quen. So. Tollwürdiger Felstroll. Bam. Ficken. Das hat nichts gebracht. Ich würde auch mal sagen, dass das überhaupt nichts gebracht hat. Bisschen Feuerschaden. Guck mal, wie perfekt ich ihm ausweiche. Kriegst mich nicht. Brenn, du Luder, brenn. Guck mal, er schmeißt mit Steinen. Tanzen wie Schmetterling. Ne, fliegen wie Schmetterling, stechen wie Biene. So rum war das. Nein, das war schon richtig der Anfang. Nein, tanzen wie Schmetterling? Ja. Fliegen wie Schmetterling? Nein, tanzen. Nicht. Wolltest du wieder dein linkes Ei drauf verwetten? Nein. Siehst du? Es gibt Sachen, die merke ich mir halt. Nein, fliegen mit Schmetterling heißt Nein, das doch. Nein, tanzen. Tanzen? Doch, tanzen wie Schmetterling, doch, ja. Den Namen hatten wir schon mal für eine Folge. Brennt ihr Luder, brennt! Sollte der Quinn wirken? Schwierig. Boah, guck mal, Slow-Motion-Kameras! Jetzt geh's aber ab. Warum machst du nicht zweimal hintereinander? Gute Idee. Weil wir das ja jetzt ja können. Boah, die Mucke fahr ich wieder. Matsch zu Brei. Hm, das ist schwierig. Oh ja. Matsch zu Brei. Brei zu Matsch. Ist das ein schlechter Zeitpunkt zu sagen, dass ich gerade Hunger kriege? Nee, eigentlich nicht. Wie, ich bin ausgewichen, du Vollidiot. Guck mal, kriegst mich nicht. Hier, ficken. Jön. Erstmal hier ein bisschen Quest mästen. Schwierig. Nein, einer ist gleich platt. Nicht schwierig. Einer ist platt. Haben wir nur noch einen? Hey, was ist heute los mit mir? Keine Ahnung. Normalerweise machst du die doch so locker flockig und jetzt ich? Okay, ich habe glaube ich auch ein bisschen zu viel Witcher Intus, aber du hast noch mehr Witcher Intus, das wundert mich. Ja, aber wir sind ja auch Level gestiegen und... Ja, jetzt kommt deine Ausrede wieder, wir sind Level gestiegen und alles. Ja, ist auch so. Ja, und wir waren noch nicht mutiert, wir konnten nicht zweimal hintereinander so geile Hexer zeichnen und so. Ja, normalerweise auch wenn wir der Ultra-Hexer wären, würde ich es verkacken. Kennst mich doch. Ja, versteckte Schatz, den sollst du ausräubern tun. Getan, die... Ach, hier, irgendwelche Nickel, Silber, ein bisschen so, alles weg. Nein, ist noch nicht weg, das Zeichen ist noch weiß. Lese er den Brief. Geld stinkt nicht, neue Nebenquest. Nicht verzehrbar, das Questgegenstände. Hier haben wir es doch. Alles mal durch. So. Weiter geht's.
Dämonenplötze auf und davon. Ja, es wäre geil, wenn die noch irgendwie so Flammen schlagen können, so wie Ghost Rider mäßig. Das wäre doch mal was. Solltest vielleicht die andere Questmarkierung auswählen. Wieso? Weil die untere gerade noch drin ist. Welche untere? Optional, du suche Fermentino nach Hinweise auf Sabotage, ja. Die ist ausgewählt, aber du willst eigentlich zum Fragezeichen. Das heißt, einmal rechten Stick drücken, während du außerhalb dieses Menüs bist. Ist egal. Geh raus und drück einen rechten Stick, ist in Ordnung. Warum drückst du nicht einfach den rechten Stick? Ja, weil der sonst... Chill, Alter. Was tust du da? Verwirrung vorschieben. Hat den noch nicht rausgenommen. So, jetzt hat er den raus. 5 Minuten Karte. Karten und ihre Schwierigkeiten. Haben wir eigentlich einen Schnellreisepunkt in der Ecke? Haben wir. Aber wir reiten. Was war das? War das das Spiel oder deine Katze? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich glaube, das war das Spiel. Ich hoffe, dass das das Spiel war. So ein bisschen Corvo Bianco auch in der Schönheit erkunden. Was Corvo Bianco? Corvo Bianco ist die Hütte, ach, wo wir wohnen. Toussaint. Tut mir leid, ich bin heute ein bisschen verpeilt, aber es heißt nicht zur Sache. Wie, ich muss hier durch? Nein, muss ich nicht. Schneller. Jetzt schickt er dich wieder zurück. Weil er ein dummes Arschloch ist. Ich reite so... Ja, markiere er es doch. Ja, sicher. Ja, seit wann folgst du den Questmarkierungen? Keine Ahnung, seit heute. Ja. Warum? GPS, trau nie dem GPS. Und jetzt rennt er dem GPS blind hinterher. Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Ja, in der Tat, Geralt hat immer seine perfekten Kommentare dazu. Du dummes Pferd, geh da runter. Irgendwie sieht der Schweif des Pferdes gerade aus wie ein Affenschwanz. Das ist sehr schwierig gerade. Du hast auch seine Vergleiche. Was ist das denn? Keine Zeit. Er ist sich am erleichtern da unten. Auf. Jetzt, ich sehe das schon, komm, gleich fällst du runter. Nein, ich slide hier so ganz stylisch runter, so Tony Hawk mäßig. Das war auch mal ein Spiel, was wir spielen könnten. Aber nur die PS2 Teile und PS1 Teile. Das neue auf PS3 ist kompletter Mumpitz und für den Arsch. Weil Bugs voll und das Spiel ist nicht mehr fertig. Aber auf den Markt gekommen. Und das wie ist alle wieder Spiele. Halt, wie alle Spiele heutzutage, ne? Werden einfach so zu 20% fertiggestellt und 80% ist DLC oder gar nicht in Entwicklung gekommen. Läuft. Warum? Weil wir Geld sparen müssen. Weil der Spieler da ist ja dumm. Die wollen ja nur DLCs und ihr Geld weiter ausgeben, um ihre Schwänze zu vergleichen. So zum Motto. Mein Gott, da ist aber jemand prass, du. Da hat jemand prass. Wo? Was ist los? Warum so prassig? Hier. Beweg dich. Weil mich die ganze Spieleindustrie in letzter Zeit nur noch abfacken tut. Aha, die Spieleindustrie. Ja. Warum? Wegen Mafia? Nein, weil die es nicht geschissen bekommen, mal ein vernünftiges Spiel ohne irgendwelchen DLC-Scheiß oder Day-One-Patches oder Verspätungen rauszubringen. Hey, wir sagen an, PC-Vision kommt zeitgleich mit den Konsolen-Visionen. In erster Linie ist das ganz gut, aber dann okay, nein, wir haben gemerkt, dass es auf PC nicht rund läuft, weil wir es wieder erst für die Konsolen portiert haben, beziehungsweise entwickelt haben, weil die Konsolen ja natürlich wieder der Hauptmarkt für uns sind und die Konsolenspieler sind ja jung, gut aussehend, aber... Hast du dir vielleicht mal überlegt, dass du da einfach eine Konsole kaufen solltest, um den ganzen ein wenig vorzugreifen? Nein, weil ich gerne auf PC bastel. Ja, Geralt, du kannst auch mal ein Schwert auspacken. Danke. Guck mal, One-Hit, Junge.
Das war die beschissene Stelle, die uns abgefuckt hat. Ich mach mal so ein bisschen A-Zeichen und so, damit da mal ein paar Blümchen wegkommen. Ich mach doch A-Zeichen hier. Ja, aber du kannst zweimal hintereinander. Was ist los mit dir? Was ist das? Offensichtlich. Und das Monsternest müsstest du noch killen. Die Archesporen treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Die ganze Gegend jagt er jetzt in den Luft. Stylisch, Alter, mit einem Stufenanstieg. Ich hab's heute drauf. Was machst du da? Ich wollte nur gucken. 4 Punkte. Das stand da schon, da. Ja, ist okay. So. Lass Liam Bell weg damit, übernehmen, ohne dass die Probleme auch Vermentino untersucht. Oder setzt die Untersuchung fort, um mal Mathildas Problem zu lösen, okay? Was sollen wir machen? Ja, wir setzen natürlich die Untersuchung fort. Natürlich. Also natürlich ist das ja heute nicht mehr. Ja doch, müssen wir ja, weil wir wollten ja doppelt Geld. Ansonsten kriegen wir jetzt nur einfach Geld und dann ist der Drops gelutscht. Nein, ist er nicht. Weil wir ja untersuchen jetzt. Du bist schwierig. Nein, provokant auch ein bisschen. Verdammt nochmal! Mach langsam. So, und wie sollen wir dann untersuchen? Ich würde sagen, indem wir die Quest wechseln. Wir haben doch noch die andere mit Weinfäden irgendwas anderes. Weiter, da, Weinfäden Vermentino. Müssen wir auch nochmal 5 Stück? 4. Ja, 5 Stück insgesamt. Guckt auch wegen Schnellreisepunkt. Ich reite gerne. Ja. Plötzlich ist neu im Gewand. Ja, was. Dann hier diese paar hundert Meter. Aber wir könnten zu Flüstertal, dann hätten wir da schon mal einen. Und danach könnten wir. Müssten wir zur. Chuchote-Höhle. Und danach hätten wir dann noch. Ja, dann könnten wir die beiden machen. Das sind dann 3. Und wo ist der letzte? Die sind. Nutzt doch Minikarte. Die sind da alle irgendwo oder irgendwo da. Ja, warte. Der letzte, der ist hier oben. Dann zu Fuchstal. Also erst Fuchstal, dann hier unten weiter. Okay, gut. Stimmt. Wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, in einer Märchenwelt zu sein. Sag mal, ist ein Hexer nicht das Lustigste, ist das? Natürlich nach dem Essen. So, dahin möchte ich gerne. Schwierig. Wieso schwierig? Immer schwierig. Alles immer schwierig. Guck mal, die am Angeln, schön am Fluss. Die Katze miaut. Zählt weniger als zwei. Angeblich soll es hier eine Hexe geben. Ah! Weißt du, was für Teufeleien sie aushängen? Ja, natürlich. Besoffen im Rinnstein, wie üblich. Wie üblich, ja. Hier ist doch mal besoffen im Rinnstein aufgewacht. Ihr etwa nicht? Dann habt ihr aber eindeutig was verpasst. Komm, Geralt, du darfst auch sprinten. Du bist ein ultimativer Hexer, du darfst das. Person in Not. Ausgezeichnet, ich sehe schon wieder kommen. Banditoros. El Banditos. Okay, den hat es da zerfleddert. Ein wenig. Zack, boom. Guck, wie er die Beine. Guck, wie er die Beine. Du bist befreit, Fotze. Er ist befreit. Diese imaginären Schwerter, die Geralt andauernd wegsteckt. Wieso? Er hat doch sein Schwert weggesteckt. Ja, aber imaginär. Es war bereits in der Schwertscheide. Ja, und ich möchte jetzt nichts davon hören, dass das Ding Schwertscheide heißt. Sag doch nichts. Ja, ja. Meinen Dank, Herr Geralt. Schneidest du eigentlich immer noch diese Dinger raus? Welche Dinger? Die Zwischensequenzen? Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Sicher? Ja. Zu meinem Verlust waren es einfach zu viel. Du meinst. Vielleicht habe ich hier und da eine übersehen, aber in der Regel mache ich es. Hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern.
Komm mit nach Vermentino. So, wenn sie besonders lustig sind, lasse ich sie auch drin. Ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Gut, geh voran. Nun, kann ich dir irgendwie helfen? Eigentlich nicht, ne? Du kannst höchstens bei dem verkaufen. Na schön. Ja, aber so viel haben wir jetzt. Jetzt Inventar auf dem Bumm. Was zur Hölle ist da drin? Ja, siehst du. Wir haben noch das, Pferd, Schwert. Dann haben wir noch hier das Kriegsbeil. Ja, du brauchst einfach verkaufen. Mach leer, wenn wir schon da sind. Ja, aber hier, die kannst du nicht kannst verkaufen. Nicht verkaufen. Siehst die Hosen. Die Dinger würde ich auch nicht verkaufen, aber die Hosen. 71, das würde ich nicht verkaufen, aber so. Werbemittel auch nicht, ne? Doch, mach weg. Wollten wir es eigentlich. So, jetzt haben wir genug Geld. 754, aber. Siehst du. Und der hat Ziel 10.000, erreicht. Alter. Ja, natürlich. Und das ganze Geld wandert andauernd nach den Affen. Unser Geld. Wir sollten sie alle umbringen und unser Geld zurückholen. Bis dann. Ja. Komm her. Er kommt dann auf mich zu, der Geisteskranke. So, dann rüste er Hauptquest aus und... Wieso? Lass uns doch erstmal das hier komplementieren. Um noch mehr Geld einzusacken. Damit wir es in der nächsten Folge direkt wieder mit vollen Händen zum Fenster hinaus werfen für die Schwerter. Warum nicht? Und dann können wir Hauptquest machen. Es eilt ja nicht. Irgendwann ist das Let's Play fertig, dann werden wir wieder rumheulen. Oh scheiße, Witcher, Blood and Wine fertig. Dann fangen wir Half of a Storm an und dann ist wieder... Wow, wir leben wieder Witcher, beziehungsweise du und dann, wahrscheinlich. Dann werden wir erstmal wieder konfrontiert damit, dass wir 7 Stunden lang irgendeinen Scheiß machen müssen, um Geld zu sammeln. Weil wir ja dann wieder auf die Idee kommen, hey, lass uns umskillen. Wollten wir doch sowieso machen, oder nicht? Ich habe Angst davor, wenn wir umskillen, weil das bedeutet wieder 5 Millionen Euro ausgeben. 5 Millionen ist doch gar nichts. Und dann noch ein paar Millionen mehr, weil wir wollen ja dann auch den scheiß Schmied mitnehmen. Ja klar, wie wir es auch hier gemacht haben. Machen werden. Tun haben wir doch schon. Fast. Nein, du verstehst nicht, der Rubenschmied. Ja. Ich sag doch, für den allein brauchst du schon 30.000. Und dann brauchen wir noch wie viel? 50.000, 80.000 für die neue Rüstung? Also für die meisterliche, ja, kannst du sagen, 40.000 circa, 50.000. Wenn du verstehst nicht, wir müssen ja dann die andere Rüstung auch vom Grund aufbauen. Ja klar. Ja. Circa 40.000, 50.000, wenn wir dann verballern. Mehr. Wir haben schon mehr als 40.000 verballert. Ein Brief circa. Und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Interessant. Vergiss den Schlüssel nicht, blablabla. Diese Notiz und mein Fund von vorhin. Irgendein Dritter macht Ärger auf den Weingütern. Ich muss den Ort finden, von dem im Brief die Rede ist. Ich wette, ich finde etwas höchst Interessantes hinter der Tür, zu der dieser Schlüssel passt. Wahrscheinlich findet er die dunkle Bruderschaft. Ja, und dann fängt da Assassin's Creed an. Nein, die dunkle Bruderschaft ist aus Skyrim. Ja, Bruderschaft. Ich höre nur Bruderschaft, dann denke ich entweder an Sons of Anarchy oder Assassin's Creed. Haben wir hier oben einen Schnellreisepunkt? Ja, hier zum Basilisk. Und dann runter zum Ruin von Tesmusa. Mutan. Zu den Ruinen von Mutan. Was? So. Auf und davon. Wuhu! Schattenboxen! Stylisch machen. Scheißegal. Wenn du wolltest reinspringen. Ja. B. Ich weiß, ich war aber noch in Mafia mit Y springen und so, weißt du.
deswegen, das ist das scheiße, wenn man viele Genres anfängt und keinen zu Ende bringt. Was ist hier schon wieder los? Was poltert und poltert hier so? Ach so, weg damit. Was ist das? Das ist Tausendfüßler-Kacke. Was rumpelt und pumpelt da so? In der tiefsten Nacht. Zeig dich, du Bastard. Oder ich schlachte dich ab. Ey, ich könnte Rittersporn Konkurrenz machen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Hundertprozentig. Nein. Ich bin der neuwertige Rittersporn. Nein. Wusstest du das schon, doch? Nein. Hundertprozentig. Nein. Ey, wenn ich schon Gott in Ark bin, ne? Der Luftgott. Ja, du bist nur der Luftgott. Das ist total unbedeutend. Du kannst halt in der Luft stehen. Ich kann in der Luft stehen und später die Luft bändigen, Alter. Ich schwör's dir. Du, da geht's nur Mord für. Was gibt's dafür? Da gibt's eine Mod für. Da kannst du die Elementare bändigen. Da kannst du Wasser schießen und Feuerbälle und Luftbälle und Erdklumpen. Ja, siehst du. Kannst du einen auf Avatar machen. Ja. Herr der Elemente. Ach, nö. Todes. Eine Todesfee. Warum machst du... Heiß egal. Alter, die geht ab, die ist sauer geworden auf jemanden. Feuer funktioniert nicht so gut gegen die. Kann nicht brennen. Oh, da ist sie sauer geworden. Okay, das ist eine gute Kombi. Jürgen und Art. Okay, Art ist eigentlich gegen alles jetzt gut. Ich glaube, wir haben gerade einen Hexerauftrag erledigt. Passiert mal hier und da. Nein, haben wir nicht. Ja, wir haben auf jeden Fall beste Narium-Eintrag. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. So, weiter geht's. Auch guck dir mal diese Weitsicht an, ey. Dieser Sonnenuntergang oder Aufgang, je nachdem, was das ist. Ein Untergang, denke ich mal. Ja, ja, Untergang. Um 20.05 Uhr wäre es schlimm, wenn die Sonne aufgehen würde. Nee, dann wären wir nur am Nordpol wahrscheinlich. Polar Express, kennst du den Film noch? Ja. Ist doch nicht schlecht. Mit Le Tom Hanks. Yes. Oder seiner Stimme, der Rest von Tom Hanks ist, wurde nicht eingeladen. Das wäre sonst zu teuer geworden für den Film, weißt du? Ja, klar. Deswegen hat man dann gesagt, Tom Hanks Stimme darf kommen und der Rest nicht. Ich sollte meditieren erstmal, bevor ich in den Kampf gehe oder so. Warum meditierst du fast 24 Stunden? Weil Geralt auch mal ein bisschen Schlaf braucht. Der schläft aber nicht, er meditiert. Er hängt dann da und macht Om. Das ist fast dasselbe, ich meditiere auch, wenn ich schlafe. Ja, ist ja gut. Hallo, so. Tür! Abgeschlossen. Ich habe einen verfickten Schlüssel. Ich möchte aufschließen. Nein, das ist nicht die Tür. Jetzt habe ich total unnötige Sachen mitgenommen. Hier ist aber irgendwo die Tür, die gemeint ist. Eine Banane. Wir haben La Banana. La Banana. Ja, garantiert ist hinten die Tür. Das kannst du jetzt nicht tun. Garantiert nicht. Keine Ahnung, was du da tust. Ich habe seit meinem privaten Spielstand gern auf Häuser zu klettern, so weißt du. Ey, mir fehlt Zwergenschnaps in meinem privaten Hauptspielstand, ey. Hier unten, wahrscheinlich. Aufgeschlossen. Ausgezeichnet. Hallo? Ist da wer? Geralt White Pendy! Ohne Scheiß, irgendwie verhält er sich so wie Alonso in Training Day. Er fällt sich wie die Polizisten. Ey, wir kommen mit allem durch, wir sind Polizisten. Ungefähr. Wow. What the? Soll ich jetzt glauben, dass dieser Archespor die Farm übernehmen wollte? Wie wollte er denn das jetzt hier erzählen? Ihr durchgeknallten Penner. Ist schon down? Schon down.
Irgendwas haben wir eingesammelt. Reiche Spuren, Schusslinge. Welches kranke Hirn züchtet denn sowas? Die müssen verbrannt werden, bevor sie Spuren ausspucken und sich ausbreiten können. Hinten links waren, glaube ich, auch noch welche. Ja, ja, ich sehe es. Ja, da züchtet jemand die Dinger. Boah, wie sie das anhört, Alter. Popcorn. Ich habe bereits Hunger, hör auf. Popcorn. Nom, 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 nom. Lies den mysteriösen Brief. Bandnotiz wichtig, eine Knolle sind schon zu weit entwickelt, also dass man sich transportiert. Okay, könnte, sollte verbrannt werden, sonst treiben sie im Gewächshaus aus. Der Brief beweist, dass Graf Crespi hinter der Sabotage beider Weingüter steckt. Das muss ich Mathilda und Liam sagen. Hey, geil, wir müssen die restlichen zwei nicht machen, oder drei. Ja. Dann war es doch eine weise Idee, nach Fuchstal zu gehen. Die Fackel? Die Fackel kann brennen, auch tagsüber. Das tut ihr nicht, das tut ihr schon gut. Mach's mich fertig. Nein, du machst mich fertig. Ich mach alle fertig, grundsätzlich. Wer hat mal, Let's Player, das damals gesagt? Ihr labert die ganze Zeit mit euch selbst und labert nein. Zeit Scheiße. Nein, der hat Folgendes gesagt. Also Let's Player sind sowieso so ein ganz komisches Volk, weil die führen ja ein ganzes Tag Selbstgespräche und so. Die reden mit Leuten, die gar nicht da sind. Nee, es gab's noch einen, der gesagt, genau, kennt ihr das Gefühl, Scheiße zu labern? Nein? Okay, dann seid ihr auch keine Let's Player. So, wieso? In dem Sinne. Okay, wir labern auch permanent Scheiße, auch so privat, aber manche Leute mögen uns verwirrt erklären. Ich rede nie Scheiße, ich rede grundsätzlich geistiges. Es ist dasselbe. Nein, es ist nicht. Es gibt geistigen Dünnschiss reden, es gibt geistiges Nichts reden und dann kommt das, was ich rede. Geistiges. Ach so. Ach komm schon, Geralt. Du reitest nicht in die falsche. Du bist vorher in die falsche Richtung. Ja, ich hab's ja gesehen, weil du mich wieder abgelenkt hast. Ich dich abgelenkt? Ja, klar. Junge, ich schlachte gleich dein Pferd. Ja, mach doch. Ist auch dein Pferd. Ist nicht mein Pferd. Mein Pferd hätte niemals so einen Affenschwanz. Oh, jetzt werden wir aber hier persönlich. Ja, werden wir auch. Plötze, du ich beende das Let's Play an dieser Stelle. Ey, das ist mein Spruch. Den darfst du nicht sagen. Nein, du sagst das immer sehr ernst. Ich sage das sehr emotional. Ach so, und aus beides wird dann was? Weiß ich nicht. Gut. Captain Planet? So ungefähr, ja. Alter! Ich bin noch reingegangen, oder nicht? Ja, zoom einfach mal rein. Aber braucht ein bisschen Schlaf. Weißt du, kein Wunder, dass unser aussah wie ein Bär, als wir zur letzten Quest gegangen sind. Ach. Guck mal, die haben alle Fackeln an. Du willst mich für verrückt erklären? Das sind Wachen, die sind dumm. Ach so. Willst du sagen, dass ich dumm bin? Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Ja, mit meinem Schwanz in deinem Mund. Das kam unerwartet. Die Probleme auf Coronata und Vermentino gehen auf dasselbe Konto. Ich habe Beweise. Ein gewisser Graf Crespi steckt dahinter. Captain Crespi. Helgards ehemaliger Besitzer, das ist doch unmöglich. Ich habe es hier schriftlich. Ein Motiv hätte er tatsächlich gehabt. Er wusste, dass sein Weingut nicht fortbestehen würde, wenn Vermentino und Coronata sich zusammentun. Und deswegen hat er wohl für Zwietracht gesorgt. Er konnte seinen Plan nur nicht zum Abschluss bringen, weil das Biest ihn erwischt hat. Unglaublich. Du willst behaupten, es war nicht Liam? Und ich war todsicher, dass Mathilda dahinter steckt.
Im Lichte der neuen Beweise wäre es am gerechtesten, wenn die beiden geschädigten Parteien gemeinsam die Aufsicht über Belgard übernehmen. Moment mal, du willst vorschlagen, dass wir kooperieren? Das wäre die optimale Lösung, ja. In unternehmerischer Hinsicht jedenfalls. Hm. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, er hat recht. Vielleicht sollten wir das Kriegsbeil begraben. Drei Weingüter sind mehr als eins. Es gibt viel zu gewinnen. Also gut. Wie schön, dass wir zu einer Übereinkunft kommen konnten. Nun bleibt nur noch zu klären, was aus Coronata und Vermentino wird. Ich war länger mit den Nachforschungen beschäftigt. Es gibt noch ein paar Probleme, aber um die kümmere ich mich. Vorzüglich. Dann warten wir auf entsprechende Nachrichten. Am besten gute. Nein! Doch. Das bleibt drin! Nein, es bleibt nicht drin. Das bleibt drin! Fieber! Nein. Was abschwinken? Nein, mein Versprecher. Welcher Versprecher? Ist gut, ich werd schon. See you guys. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.